Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Day. Act Survival mitten hier aus der Paleontology. Und das nicht ganz alleine, sondern mit den freundlichen Herren aus der Hölle, den Lucifer. Hallo, Lucifer. Servus. Servus. Ja, wir sind gerade hier dabei, die Hütte zu bauen. Das ist der sogenannte Hüttenzauber. Und da sehe ich gerade, ich muss erstmal wieder hier Viecher killen. So, ein Viech schon mal wieder weg. Hier im Sumpf sind wirklich eine Menge Viecher. Wir hatten ja in der letzten Folge schon einmal so ohnmächtig auf dem Boden gelegen. Aber mit Schnirpi ist das kein Problem. Schnirpi kümmert sich darum und Schnirpi sagt, nee, Maya Müller, das ist mir schon was wert. Da kümmere ich mich halt drum, dass Maya Müller nicht passiert. Und dementsprechend müssen wir uns da nicht wirklich große Sorgen machen. Gut, bauen wir weiter. Ich möchte noch ein Fenster hier einbringen. Das hatte ich einfach mal so ein bisschen spontan entschlossen, als ich die Teile eingepackt habe. Und dort nochmal ein Teil einbringen. Dann habe ich nochmal die Taste 6 für dort ein Teil. Und jetzt kommen die Door-Frames, ich meine die Window-Frames, einmal hier. Das können wir dann mal öffnen mit E. Yes. Das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch. Einmal Taste 5. Auch hier mit E. Schwupp. Kitami, was mal haben wir da los? Dinos, aber dagegen gebrauchte Kibbel. Ich glaube, der Kitami ist AFK gewesen, Luzi. Gut, dann nochmal hier ein Fenster rein. Öffnen wir das mal. Mit Taste E. Okay. Gut, der Grundriss der Wohnung steht. Ja, da kann man nicht mehr so viel meckern, das ist schon mal in Ordnung. Ich habe gehofft, dass ich hier einfach mal so rangehe und dann so klicke und habe das Inventar. Aber so einfach geht's dann doch nicht. Das heißt, ich könnte mal gucken, ob ich Schnirpi noch etwas näher rankriege. Ich krieg Schnirpi so ran, dass Schnirpi in der Hütte steht. Das ist ja ein Witz. Naja, Schnuppi ist ja auch eine Nummer größer. Ich möchte den so parken, dass der mit dem Fuß vor den Eingang steht. Dann kriege ich die nämlich immer inventaritechnisch. So, okay. Gut, ich brauche... Was brauchen wir denn? Receiving... Aha, okay. Eine Wooden Wall ist noch drin. Wir haben einmal die Wooden Door... Und dann brauche ich die Ceilings. Das sind die Dachteile da vor oben. Also Dachteile. So, die Schlange ist erledigt. Freche Schlange hier. Gut, Nummer 5. Zack, da kommt die Tür rein. Da ist die Tintobohr. Excess Inventory. Mal gucken, was da drin ist. Oh, ich habe Glück. Ich habe gut Glück, dass ich reingeschaut habe. Wir haben einmal gelbe Beeren. Und wir haben Clossings, Pfeile, das brauche ich alles nicht. Gut. Jetzt machen wir das Dach rauf. Das ist mit der Taste 7. Einmal 7, nochmal Taste 7. So, nochmal Taste 7. Muss ich erstmal das ganze Dach hier raufbringen, das ist ja... Jetzt ist zwar eine sehr flache Hütte, aber das soll ja auch nur eine kleine Hütte sein. Hab ich mich gerade erschrocken. Alter, Schnirpi, was los? Reg dich ab. Eieieiei. Da ist was los. Da ist ja ein schöner aggressiv, der Kleine, ne? So, irgendwann kann ich die Hütte theoretischerweise noch erweitern. Das heißt, dann kann ich im Prinzip hier noch einen Weg hochbauen oder so. Versteht ihr schon, was ich meine? Hm? So, Nummer 6. Da kommt das hier hin. Dann haben wir hier so einen kleinen Trenner drin. Das Ganze soll ja so ein bisschen, ja, ansprechend aussehen.
Sag mal, wir Schnurpi ein bisschen zurücksetzen, so. Da 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 da. Schnurpi ist leicht poisoned. So. Sauerei. So, Poisoned-Effekt ist vorbei. Gehen wir mal so ran, so. Gut, ich brauche... Was haben wir denn da? Einmal das simple Bett. Wir haben... Das Teil als Deko, das Teil als Deko, das hier als Deko, the Cooking Pot. Wir haben einen Besier, wir haben eine Wooden Shear. Wir haben dieses und jenes. Das kommt draußen. Ingebaut. Die Flammebaus haben wir noch. Gut, okay. Und Schnurpi ist wieder da, aktiv. X ohne Ende. Einmal bitte zu. Wir machen mal ein bisschen Licht, damit ihr ein bisschen was seht hier drinne. Gamma 4 ist zu viel, wa? Ja, ja, das ist eindeutig zu viel. Reihe muss rein. Ja, Dreier. Gut. Folgendermaßen. Wir klicken mal die Teile weg hier, weil die sind ja fertig. Dann kommt einmal das Simple Bed. Das Simple Bed kommt hier in eine Schlafnische hinein. Dafür habe ich die ja extra gemacht. Mal schauen, dass wir das Ganze hier ein bisschen schick hinbekommen. Schön hinein. Okay. Das steht schon mal. Dann machen wir das hier mal weg. So, wir haben eine Bookshelf. Wir haben eine Large Storage Box. Wir haben die Storage Box. Und wir haben einen Wooden Bench. Gut. Fangen wir mal mit der 5 an. Das ist die Taste da. Jetzt sehe ich, dass der zu hoch ist. Seht ihr das? Das Ding ist zu hoch. Schade. Dann sind die anderen auch zu hoch, würde ich sagen. Der 6er. Ja, der ist auch zu hoch. Dann fahren wir gleich mit den 7er an. Dann machen wir hier eine schöne, gemütliche Kiste rein. Positionieren wir mal so ein bisschen seitlich. Dann die Taste 8. Dann haben wir einmal eine Bench. Mal sehen, wie machen wir das? Da oder da? Ihr könnt das hier machen. Mach mal. Hier ist die Kiste. Das heißt, wir machen einmal so die Bench hier so seitlich rein. So, schön hier so positionieren. Das ist jetzt gerade so ein bisschen wie Sims 4. Da habe ich ja letztens ja auch tierisch gebaut, ohne Ende. Und ich war lange nicht zufrieden. Ich musste ziemlich lange überlegen, wie mache ich das und das. Ah, man versteht's ja. Wie heißt das immer so schön? Auge ist ja mit, auch beim Spiel. So, Taste 6. Da haben wir die Stühle. Das heißt, einmal ein Stuhl auf der Seite, so seitlich. Okay. Auf der anderen Seite auch nochmal. Wollen wir es dann so machen oder so? Wir können ja auch ein bisschen so ein bisschen Asymmetrie arbeiten. Dann sieht das Ganze lebendiger aus. So. Dann, was brauche ich dann? Machen wir den hier wegklicken. So, dann brauche ich einen so eine Tonne, einen Campfire, dann einen Cooking Pot und einen Brasier. Okay. 5. Was ist denn das? Ach, das ist das Ding. Okay. Den können wir hier so hinstellen, dass der so steht. Ich hoffe, dass die Textur irgendwann mal fertig wird, dass man hier nicht so komisch reinschaut. Weil so sieht das ganz nett aus, das Teil. Ja? Gut, Nummer 6. Ein kleiner Eimer. Ich kann den hier nicht platzieren, weil ich keinen Snappoint habe. Die Frage ist, was ist denn ein Snappoint für einen Fermenter? Keine Ahnung. Gut, Nummer 7. Was haben wir da? Da haben wir das kleine Lagerfeuer. Das kleine Lagerfeuer. Das kleine Lagerfeuer. Das machen wir mal hier in der Ecke rein. Ist das jetzt positioniert oder nicht? Anscheinend nicht. Nochmal.
Nö, da will er nicht. Wegen der Schlange bestimmt oder so. Ich muss die Schlange wegmachen. So, Schlange weg. Nochmal. Taste 7. Ach, jetzt geht's. So, Taste 8. Das ist dieses Feuerchen. Das möchte ich gerne hier am... So haben. Oder wir können das ja auch in der Ecke... Ja, machen das mal in der Ecke. Wir machen das mal so. Mal ein anderes Konzept. Aua! Die Schlange beißt hier rein. Das ist ja mein Ding hier. Jetzt kippe ich gleich wieder in Ohnmacht. Das ist ja super. Ah, das gefällt mir da auch nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Da 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 da. Nee. Das ist alles nicht so, wie ich es mir vorstelle. Naja, hier ist schon fast der beste Punkt. Ja, machen wir es so. Gut. Das nächste ist, was ich mache, ist, wir gehen mal hier kurz an die Box ran und da schmeißen wir Dinge rein, die wir ja als solches erstmal nicht verbauen können. So. Bisschen husten. Keine Ahnung, weil ich aktuell immer so Husten habe. Aber das ist halt die Erkältungszeit. Kennt man. Gut, Flamme baut ist obscure. Das heißt, wir packen den einmal hier hin. Gut, Numero uno. Wow, was ist denn das für ein geiles Teil? Was ist denn... Ist da eine Fledermaus drin oder was? Die arme Fledermaus, liebe Leute. Hey, das kann man doch keinen antun, ne? So, eine sollte reichen. Pass. Packen wir das erstmal wieder hier rein. Einmal schön weggepackt, das Ding hier. Sehr schön. Muss ich mal gucken, wo mein Schnürpi ist. Schnürpi? Nope, da ist er. Schnürpi! Gut. Du kannst doch hier nicht einfach weggehen, Schnürpi. Ja? Das ist ja... Das ist ja mal... So, nochmal eine Tintoboa. So. F. Was haben wir denn noch drinnen im Schnürpi? Schnürpi hat noch Woodenrems, Woodenpilares und Woodenspikes. Das heißt, wir nehmen mal die Spikes, wir nehmen eine Woodenpilares und die Woodenrempes. Die Woodenrempes werden wir, glaube ich, gar nicht aufbauen. Ne? Mal sehen. Haben wir. Gehen wir mal runter von Schnürpi. Und dann gucken wir mal erstmal nach der Woodenrempe. Da will die Woodenrempe nicht klappen, da will sie auch nicht klappen. Warum will sie da nicht klappen? Ich habe gehofft, dass sie da klappt, aber sie klappt nicht. Schade. Da oben würde sie klappen. Wir könnten uns das da so machen, dass wir da hochkommen. Da können wir so einen Aussichtsturm um hier bauen. Genau, machen wir das so. Habt ihr gehört? Hier ist warm. Es ist so warm. Da habe ich das Gefühl, dass das wohl rein zeigen wird. Wir gucken uns das mal an, ansonsten muss ich jetzt abreißen. Auatsch. Komm, ey. Ah, nee, das geht. Das geht. Das wird eine gute Arbeit sein, ey. Das wird eine gute Arbeit sein. Ja, das, ich guck grad, wie ich das abtragen tu, dass das immer noch gut erhalten bleibt, wegen der Dinos, dass die da reinkommen. Ja, dass du keine Frame-Leckerei hörst. Ah. Da will das nicht passen. Es ist sehr seltsam, wo manche Dinge passen oder halt nicht passen. Das ist, Da muss ich auf jeden Fall... Aber dadurch sieht die Hütte ein bisschen wild gerade aus. Gut. Dann brauche ich...
Ein Kill. Ein Mega-Piranha-Kill. Ja, Snoopy, mach mal Marodeurs. Le Marodeurs. So, den Frosch hat sie rissen. So, Taste 6. Die Taste 6. So, das will ich jetzt ein bisschen hochbauen. Wir bauen das höher. Wir bauen das nach oben. Da oben kommt dann die Beleuchtung des Flammebaus hin. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ich überziehe. Ich merke das schon. Ja, ich beeile mich. Ja, liebe Leute. Ich bin am Überziehen, aber es muss so sein. Weil du der Überziehmeister bist. Ja, ich bin der Overziehmeister 6000 oder so in der Art. So, hier machen wir, das ist ein tragendes Element, das muss da so sein. Nummer 7, meine ich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das auf die Säule raufkriege oder nicht raufkriege. Wir kriegen das auf die Säule. Oder auch nicht, der meckert. Flammebau. Ja, was ist jetzt mit deinem Kollege, der wo du... Der muss ja erstmal online sein. Ja? Ach so, der ist nicht mehr online. Nee, der ist ja gerade nicht online. Wie alt ist er denn? Was schätzt du? Er ist im vernünftigen Alter und kann gut kommunizieren. Er ist vernünftigen Alter. Jo. Also kein Tech. Ja. Okay. Der ist in einem vernünftigen Alter. Hat eine gewisse Medienkompetenz. Ach du Schreck. Naja, so wie du halt. Wie ich halt. Ja, ja, so. Master of YouTuber. Sie Master ja, of Disaster. Ich hab ja voll einen YouTube-Kanal. Nee. Du bist ja noch besser. Du brauchst den nicht selber haben. Du achtest darauf, dass ich nicht allzu viel Mist baue. Komm, stell dich mal dahin. Na, geht doch. Gut. Ich hab schon überzogen. Das ist doch nicht gelogen. Und irgendwie will das hier nicht hinbauen. Ja, ich sag's. Ja. So, hier kommt man in die Hütte rein. Das muss schon so besonders sein. Ein Teil will ich noch platzieren. Oh Gott, mit den Stacheldingern ist gar nicht so einfach zu platzieren, wie ich immer gedacht habe. Hä? Ja, Lucifer. Das ist alles nicht so einfach zu platzieren. Das ist die Problematik. Ich habe immer gedacht, das Bauen ist alles so einfach, weil du das ja auch hinkriegst. Weißt du, wie viel ich schon Ceilings, Walls und etc. schon wegschmeißen gemüsst habe, nur weil es nicht richtig ging ja. Oder sich das verrutscht hat oder wie auch immer. Ach du Schreck. Ja, wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge wieder. Ich sehe gerade, Gamma geht gar nicht mehr. Hör, das ist schon das Hellste, was geht. Ja, ich wünsche euch soweit alle einen schönen Tag. Ich muss mal gucken, ob wir die Tage wieder hier oben dass die Hütte sozusagen noch ein bisschen erweitern, so einen kleinen Aussichtsturm machen und so. Ihr versteht schon, was ich meine. Das typische Finishing sozusagen. In dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und lasst euch nicht ärgern. Also, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.